Der Beginn ins neue Ausbildungslehrjahr rückt näher und damit auch für viele der Start ins Berufsleben. Dennoch sind auch in diesem Jahr noch viele Ausbildungsstellen nicht vergeben. Für diejenigen, die noch nicht fündig geworden sind oder noch etwas Zeit bis zum Ausbildungsbeginn haben, bietet die Industrie- und Handelskammer Magdeburg einen tollen Service an, die Berufsfindungsmesse. Zur 22. Auflage lud die IHK Magdeburg gemeinsam mit der Agentur für Arbeit am 15. März in ihre Räumlichkeiten am Alten Markt. Über 50 regionale Unternehmen und Einrichtungen stellten sich im IHK-Tagungszentrum auf 2 Etagen vor. Sie standen für Fragen und Antworten rund um die Themen Berufswahl, Berufsausbildung und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Bewerbungsfoto ist ganz super, da es ja sonst bestimmt teurer wäre als hier, wenn man ein Foto gratis kriegt, was halt auch professionell bearbeitet wird. Ich bin, ich glaube, schon das 3. Mal bei der IHK, um mir einen Beruf auszusuchen. Also so gut wie jedes Jahr jetzt schon hier gewesen. Und ich finde es gut. Also auch wie es strukturiert ist, ist halt ein bisschen übersichtlicher als bei manchen anderen Berufsmessen, ja. Einige der Unternehmen ließen ihren Stand von ihren Auszubildenden betreuen, so wie die Firma Zech Soda aus Stassfurt. Die Lehrlinge informierten die Besucher über ihre Tätigkeiten in ihrem Beruf und beantworteten auf einer persönlichen Ebene verschiedene Fragen über die Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem Betrieb. Also ich versuche den Leuten ja mitzugeben, was ich speziell in dem Beruf mache. Chemikant ist ja immer so firmenspezifisch. Ja, jede Firma macht was anderes mit dem Chemikanten, aber ansonsten so die Grundaufgaben, was ich so lerne oder was ich versuche zu machen. Eine Vielzahl von Berufen aus der Industrie, dem Handel, der Dienstleistungsbranche und dem öffentlichen Dienst waren an diesem Tag vertreten. Auch der Dienstleistungsausschuss der IHK stellte sich mit vielen verschiedenen Firmen vor. Sie machten deutlich, wie vielfältig der Dienstleistungsbereich ist und wie dringend neue Fachkräfte gesucht werden. Also den Azubi, den ich heute ausbilde, will ich ja morgen in meinem Unternehmen halten kann mich ja dann auch 3 Jahre, wir können uns ja 3 Jahre aneinander gewöhnen, sagen wir es mal so. Ne? Also von daher ist das ein wichtiger Punkt für uns, hier jetzt hier auch auf der Ausbildungsmesse uns zu präsentieren und zu zeigen, was für Berufe bieten wir denn. Eine gute Ausbildung ist nicht nur wichtig für die kommenden Absolventen, sie ist auch für die zahlreichen mittelständischen Unternehmen ein wichtiger Bestandteil. Von daher hat die Berufsfindungsmesse der IHK einen hohen Stellenwert, auch in den kommenden Jahren.